eigentlich wie in den Vorübungen, dass die Bewegung aus der Mitte kommt. Dass wir also nicht nur die Arme bewegen, sondern dass die Bewegung aus der Mitte kommt und die Arme selber bewegen immer nur bis zur Mitte, niemals weiter als Handgelenk, Mittellinie des Körpers. Das heißt, wenn ich in der ersten Bewegung meine Hände, die erste Bewegung sieht so aus am Anfang, und wenn ich mich nun vordrehen würde, sehen Sie, die Hände sind gar nicht nach links gegangen, sondern die rechte Hand ist nur bis zur Körpermitte gegangen, die linke Hand ist über dem Fuß. Das ist ganz wichtig. Das heißt, die Armbewegung ist keine solche, sondern die Armbewegung, ich zeige es nachher auch zusammen, die Armbewegung am Anfang, steigen und sinken. Würde ich jetzt den Körper nicht drehen, würde die Bewegung einfach so aussehen. Dann gleich die Fortsetzung, wäre hier das Drehen und die Arme würden spiegelverkehrt zu vorhin nach rechts gehen, auch wieder linke Hand nur bis zur Mitte und rechte Hand überm Fuß. Das ist der gesamte Bewegungsrahmen der ersten Bewegung, wobei mein Körper am Anfang nach dem Rauf und Runter die linke Hüfte löst, das Gewicht auf rechts kommt und ich leicht nach links aufdrehe. Wichtig dabei ist, dass das Gewicht rechts ist, dass ich also nicht so stehe und auch nicht zu weit verdrehe. Ich drehe leicht nach links, setze mich dabei rein und wenn dann die Hände wechseln und in diese Richtung gehen, löse ich die rechte Hüfte und verlagere das Gewicht rüber auf links. Also auch hier Gewichtsverteilung spiegelbildlich zu vorhin. Das sieht im Ganzen so aus. Wir stehen am Anfang geschlossen. Verbinden uns erstmal nach oben, nach unten, spüren uns erstmal, kommen an. Das ist ganz wichtig, sich die Zeit nehmen, sich zu spüren, sich zu verwurzeln, dann sinken wir leicht runter, bilden von der rechten Schulter durch den Fuß eine Wurzel in den Boden, stabilisieren unsere Hüfte und heben dann, ohne mit der Hüfte zu wackeln, langsam links das Knie. Nicht so machen, auch nicht so machen, sondern einfach nur das Knie heben. Wir stellen den Fuß unbelastet, schulterbreit ab, die Zehen zeigen nach vorne. Dann setze ich ab und verlagere das Gewicht in die Mitte. Gucke, dass die Zehen nach vorne zeigen und die Knie über dem Fuß sind, also ich öffne hier lang. Die Kniescheiben zeigen Richtung Zehen. Ich stehe nicht so, ich stehe auch nicht so, sondern der Unterschenkel senkrecht. Die Hände am Anfang an der Seite, atme in den Bauch, das sogenannte Qi-Chen-Dantian. Ich lasse die Energie in die Mitte sinken. Spüre meine Mitte, bereite mich vor. Und wenn ich da dann angekommen bin, wandern die Hände vor den Oberschenkel und ohne die Schultern hochzuziehen, treiben hoch bis Schulterhöhe. Dann lösen sich die Schultern, die Ellbogen, die Handgelenke und ich sinke runter bis vor den Unterbauch, bis etwa vor die Leiste. Viele Leute gehen nur bis hier, das ist zu wenig, bis etwa zum Dantian. Und dann parallel löst meine linke Hüfte, die Hände drehen und steigen auf. Ich bin leicht nach links gedreht. Und um jetzt zu wechseln, während ich das Gewicht verlagere, nach links rüber, drehen die Hände. Und wenn ich hier bin und gedreht habe, öffne ich mit dem Rumpf, ja, der Rumpf mit dem Fuß, 45 Grad Winkel und schiebe mich vor. Das Vorschieben, wie wir es im Vorwärtsschieben gelernt haben, nicht starr, sondern leicht spiralig nach vorn reinschrauben. Und wie wir es in der Schrittübung gelernt haben, bilde ich jetzt hier eine Wurzel in den Boden, ziehe dann das Becken samt dem Fuß ran, lasse dann den Fuß wieder sinken und Ferse voraus mache ich einen schrägen Schritt. Ganz wichtig, dass ich nicht so mache, sondern Fuß erst ein bisschen hoch, behält er es nur ein bisschen hoch, dann nehmen wir leicht runter und dann Ferse voraus, einen schrägen Schritt. Die Hände bleiben vorne. Das ist der erste Teil. Das werden wir heute noch nicht fertig kriegen, aber dann haben Sie es schon mal auf die Kette. Ich wiederhole es noch einmal fließend zügig. Eins, zwei, drei, vier. Spiegelverkehr zum Mitmachen.
Prozent